Viel Spaß bei Nico. Danke. Ich hol dich dann ab. Ja, Mama. Wer kann das denn sein? Keine Ahnung. Mach mal auf. Ja, Papa. Hi, Nico. Was machst du denn jetzt schon hier? Ich bin früh aufgestanden. Okay. Komm. Ich gehe hoch mit Moritz ins Zimmer. Okay. Mama, wann kommst du? Ich bin gleich fertig. Keine Angst, wir werden schon zu den anderen gehen. Ich komme! Warum willst du dir eine neue Gießkanne kaufen? Weil wir eine neue brauchen. Okay. Hallo, ich möchte diese Gießkanne kaufen. Diese Gießkanne, es macht 15 Euro. Hier, bitte. Danke. Tschüss. Hä? Wo sind die zwei jetzt? Und wie ist es so hier? Gut. Und wie gefällt es dir? Ich find's schön. Okay. Hi. Hi. Wer seid ihr? Ich bin Kevin. Und das ist meine Schwester Lina. Und du musst Moritz sein. Ja, bin ich. Ich war Nikos Freund, wo er in Hamburg gewohnt hat. Du hast in Hamburg gewohnt? Ja, habe ich. Warum hast du dann mit deinem Papa im Wohnmobil gewohnt? Meine Eltern, also Benedikt und meine Mama, haben sich getrennt. Tut mir leid. Ich bin auch hergezogen mit meiner Mama und mit meiner Schwester. Okay? Ah, da sind die. Was macht ihr denn auf dem Spielplatz? Kommt ihr bitte? Ja, Mama. Mensch, Kinder. Wo wohnst du eigentlich? Zu Hause? Okay. Was wollen wir machen? Wir könnten zum Eis essen gehen. Warum nicht? Ich frag Mama. So, was machen wir mit der Gießkanne? Blumen gießen. Okay. Können wir alleine zum Eis essen gehen? Ja, natürlich. Okay, dann gehen wir mal.
Bis dann, Mama. Und ich warte mal auf Paul. Mama, können wir zum Eis essen gehen? Ja, natürlich, weil es so heute heiß ist. Viel Spaß. Danke. Schmeckt dein Eis, Bruderherz? Ja, sehr lecker, Schwesterherz. Hi, ich bin Moritz. Ich bin Linus. Und das ist Tanner. Komm, wir Jungs, holen Eis. Ich komm mit. Nein, du bleibst da. Okay. Wir holen das Eis. Welche Eissorte? Erdbeer. Okay. Hallo, wir hätten viermal Eis. Okay, das macht 4 €. Hier bitte. Danke. Und hier bitte. Kommst du? Ja, ich komme ja schon. Hier bitte, Schwesterchen. Komm, lass unser Eis schmecken, bevor es schmilzt. Moritz, erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, ich habe noch eine kleine Schwester. Wie alt ist die? Die ist 8. Okay. Und ihr habt in Hamburg gewohnt. Genau. Und jetzt bin ich hier. Alles klar. Jetzt bist du gegossen. Hallo Schatz, hallo. Wo sind denn unsere Goldschätze? Beim Eisessen. Oh, wie lecker. Wollt ihr euch nicht setzen? Ich zieh mich später um. Okay. Wollt ihr einen Kaffee? Sehr gerne. Also das Eis hat gut geschmeckt. Finde ich auch. Ich auch. Es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Das stimmt. Wir zwei gehen. Okay, alles klar. Wir müssen auch. Kommt ihr, meine Mama holt mich, okay? Okay, alles klar. Wir klingeln mal. Ja.
Hallo, ich wollte meinen Sohn Moritz abholen. Der ist jetzt nicht da, aber kommt rein. Und wer seid ihr? Ich bin Antonia und das ist die kleine Schwester von Moritz. Ich bin Tina. Hallo Antonia und Tina. Hi. Kennst du die? Ja. Wir warten auf die Kinder. Okay. Wo bleiben die zwei nun? Keine Angst, die werden noch kommen. Und hat euer Eis gut geschmeckt? Es war sehr lecker. Das ist schön. Wir zwei haben Moritz kennengelernt. Meint ihr Moritz? Ja, der kommt aus Hamburg und ist hierher gezogen. Okay. Wisst ihr den Nachnamen von ihm? Leider nicht. Okay. Sein Papa sitzt bei uns auf der Polizeiwache in der Zelle wegen Diebstahl und Einbruch. Was? Wir schauen fern. Okay. Hallo Mama. Hallo Schatz, ich war mit den drei bei der Eisdiele und haben Eis gegessen. Das ist schön. Können wir gehen? Wir gehen. Okay, dann tschüss. Das war aber heute schön, dass mein alter Kumpel da war. Jetzt kommt bald Ostern. Das stimmt. Ob ich ein Osternest finde? Das werden wir sehen. Au ja.